Hallo zusammen, es ist Mittwoch, der 20. Mai und grosse Überraschung, auch heute Morgen ist Schule auf dem Programm gestanden. Am Morgen hat Unterricht im Fach Markt- und Medienforschung stattgefunden. Ich habe weiter an meinem Poetry Slam für das Fach Schreiben und Sprechen gefeilt. Ich muss den Blog für das Fach Visualisieren und fertigstellen. Und ich habe heute Morgen aber auch mal die Stunden zusammengetragen, die ich in unserem Nachbarschaftshilfeprojekt aufgewendet habe. Wir haben nämlich von der Fachhochschule aus die Möglichkeit, so gemeinnützige Projekte im Zusammenhang mit der Corona-Krise als Solidaritätsmodul anrechnen zu lassen. Für das habe ich jetzt so eine Auflistung von diesen aufgewendeten Stunden machen müssen. So rückblickend ist vor allem in der Anfangsphase einiges zusammengekommen an Stunden. Verschiedene Sachen koordinieren, erstellen, Flyer verteilen. Eigentlich bis jetzt haben wir immer wieder regelmässig Einsätze können koordinieren. Jetzt langsam nimmt es ab. Wir haben aber nach wie vor, ich sage so 3 bis 4 Einsätze pro Woche. Und machen uns jetzt so langsam ein Gedanken, wie das in Zukunft weitergehen soll. Neben der grossen Dankbarkeit haben wir von verschiedenen Seiten auch so ein bisschen zu spüren gekriegt, dass das Bedürfnis für so Einsätze auch ohne Corona-Krise eigentlich bei gewissen Leuten vorhanden wäre. Und jetzt noch zum Evaluieren, was man da allenfalls in Zukunft könnte machen könnte. Oder wie man das Projekt und das Netzwerk, das jetzt durch das entstanden ist, auch weiter nutzen kann. Und was eigentlich auch schon lange geplant ist, ist eine grosse Helfer-Grillparty. Wir haben von verschiedensten Leuten immer wieder Trinkgeld bekommen und haben das eigentlich alles gesammelt und so ist jetzt ein rechter Batzen zusammengekommen. Auch für das müssen wir uns im Moment noch ein bisschen gedulden. So, und heute gehe ich auch wieder ins Triathlon-Bike-Technik-Training auf St. Moritz. So, und jetzt nach dem Training mit den Kids gehe ich selber für meine Runde trainieren. Halb Staats und der bekannte Wurzeltrail ab.